Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers im Meisterliga Premier Cup. Warte mal, Meisterliga Premier Cup. Ich bin komplett durch, Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge eines Videos heute in der Superliga. So, und zwar mit dem altbekannten Team aus Panzer Eron, Machomai und Azumarill. Ich mag das Team, wie gesagt. Das Team hatte tatsächlich eine eklatante Schwäche gegen Zapdos, ja. Und als ich das Team das erste Mal probiert habe, habe ich einen Zapdos in der Führung bekommen und war komplett überfragt, was ich machen muss, weil das nicht ganz so angenehm ist tatsächlich. Aber ja, wir kriegen heute in diesem Set direkt einen Satzenia vorne. Das ist richtig, richtig gut. Mein Gegner wird hier auch gar nicht drin bleiben wollen und holt Deoxys rein. Perfekt. Das heißt, wir gehen hier auf unser Azumarill und schauen, dass wir hier schon mal ein bisschen Schaden drauf bekommen. So, ist das schon ein Donnerblitz? Ich weiß es nicht, ob das ein Donnerblitz ist. Gucken wir mal. Manchmal spielen hier auch gar keinen Donnerblitz, aber das hat hier selbstverständlich Donnerblitz. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, für einen Steinhagel braucht man 7 und für einen Donnerblitz 8, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte mich aber auch irren. Das heißt, wir hauen hier mal eine Hydropumpe raus. Mein Gegner schildet. Okay. Okay. Und ich krieg nochmal einen Donnerblitz, ja. 5, 6, 7. Okay, ich krieg hier nochmal eine Hydropumpe durch. Das heißt also, entweder ich krieg jetzt einen zweiten Schild oder das war's. Oh, aber mein Gegner hat den Angriff schon reingehauen. Perfekt. Das heißt, wir schilden hier nicht, sondern lassen das einfach mal so. Und jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Hole ich jetzt schon Machomai rein? Was ist das denn für ein Team des Gegners? Oh, das weiß ich nicht. Ah, schwierig. Ich glaube, ich hole erstmal trotzdem sicherheitshalber Panzeron rein. Wir overfarmen ein bisschen und dann hauen wir einen Himmelsfeger rein. Das sollte, glaube ich, ab dem Bereich reichen. Und ich habe jetzt zumindest den Schildvorteil. Ja. Was hat mein Gegner da noch für ein Pokémon gebunkert? Das ist die Frage. Doppelpflanze wäre natürlich super gut. Wenn es ein Stahl-Pokémon ist, ist es ein Stahl-Pokémon, okay. Ja, in dem Fall. Ah, schade. Ja, okay. Das ist nicht ganz so gut. Das ist wirklich nicht ganz so gut. Deswegen war ich auch überlegen, ob ich mit Deoxys eventuell runterfarben möchte. Weil jetzt habe ich mein... Das war schlecht von mir. Das war irgendwie schlecht. Moment. Hätte ich das am Ende anders holen können? Ich hatte die Führung nicht. Ich glaube, ich hätte Machomai reinholen müssen. Ich hatte ein Schild. Machomai gegen Deoxys ist noch so das geringere Übel. Ja, ich hätte Machomai reinholen müssen. Ja, weil es ja klar war, dass mein Gegner dann nochmal ein Kon... Ja, wo... Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Dennis da Bomb, Rang 10er gegen 2757er, okay. Rang 10er probieren manchmal verrückte Teams aus. Also vielleicht ist der Typ ein bisschen angenehmer zu spielen. Auch wenn er jetzt die Führung gewinnt. Das heißt, wir wechseln direkt raus auf Azumarill. Okay, mein Gegner hat eine eklatante Schwäche gegen Machomai. Das sehe ich jetzt schon. Gucken wir mal, da kommt die Laubklinge. So, Eisstrahl. Let's go! Okay, okay, kein Schild des Gegners. Interesting. Ich bin gerade am überlegen, ob ich ihn runterfahren möchte. Ja, ich hole mir den Wechselvorteil. Ich hole mir in der Situation den Wechselvorteil. Okay. Weil zwei Laubklingen wird mein Gegner da nicht haben. Perfekt. Knapp, aber wir haben es geschafft. So, und jetzt kommt nochmal das Flunschlag. Das heißt, ich kann eine Hydropumpe hier abfeuern. Wupp, wupp, okay. Oh, mein Gegner schildert nicht. Interesting. Also haut mein Gegner alles in seine letzte Karte. Uno letzte Karte. Wie machen wir das jetzt? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Okay.
Hatsumerledis. Ja. Gar nicht so gut. Okay, wir kriegen zumindest ein Schild des Gegners. Wird das eine Hydropumpe sein? Ich weiß es nicht, ich schilde nicht. Es ist tatsächlich die Hydropumpe. Okay. Niantic macht wieder Niantic-Sachen. Das heißt, ich hau hier direkt einen Sturzflug raus, denke ich. Ah, vielleicht hätte ich erst den Himmelsfeger drücken müssen. Ja, ich hätte zuerst den Himmelsfeger drücken müssen. Ja, das war ein Fehler, weil jetzt kann mein Gegner mich runterfarmen. Oh, Leute, was mache ich da für Sachen? Oh, habe ich das jetzt... Oh, ich habe es aus der Hand gegeben. Das sah so gut aus. Jetzt wird ein Eisstrahl kommen. Ja, nur mein Gegner hat schon zwei aufgeladen wahrscheinlich, ja. Ich hätte erst auf den Himmelsfeger gehen müssen. Zwei Himmelsfeger wäre eigentlich auch immer sicherer gewesen als irgendwas anderes. Scheiße. Ah, Mann! Das war schlecht gespielt! Einmal auf den Himmelsfeger und dann kriege ich einen zweiten durch. Ja, Mann. Richtig. Ich hätte einfach auf den Himmelsfeger gehen müssen. Das war schlecht von mir. Warum riskiere ich es? Das ist nämlich das Einzige, wie ich noch verlieren kann. Die einzige Möglichkeit, wie ich das Spiel noch verlieren kann. Weil, ja. Okay. Aber die goldene Regel, Leute, in so einer Situation. Ruhe bewahren. Klar, 0-2 in Sets. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber Ruhe bewahren. Ja. Jetzt nicht irgendwie verrückt werden. Sowas kann halt mal passieren. Weiter geht's. Okay? Das ist der Trick bei sowas. So. Ruhe bewahren. Ganz wichtig. Habe ich jetzt schon eingeloggt? Ich glaube, ich habe schon eingeloggt. Ich hoffe, da kam jetzt nichts reingewechselt. Schauen wir mal. Okay, immerhin. Okay, immerhin kam mein Gegner hier nicht zum Angriff. Psycho. Deoxys. Zoompex, Deoxys. Stahl-Pokémon hinten. What is it? Ich habe den Energievorteil gegen Deoxys. Das könnte halt wichtig sein. Ich muss nur eine Hydropumpe irgendwie durchbekommen. Das ist so mit das Wichtigste. Okay, da kommt ein Schild rein. Wieso konnte mein Gegner jetzt gerade Konter benutzen? Okay. Also das ergibt jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Mein Gegner hat gerade Konter benutzt in seiner Animation und nochmal angreifen dürfen. Wie ergibt das denn Sinn? So, das könnte jetzt nur ein Steinhagel sein. Ja. Okay. Ich gehe aber trotzdem nochmal direkt hier auf die Hydropumpe. Und dann muss halt Machomai das am Ende machen. Okay. Dann muss Machomai das jetzt machen. Meine Hoffnung ruht in Machomai. Konter werden halt super krassen Schaden anrichten, aber nein. Ja, Machomai muss das jetzt hinbiegen. Wenn mein Gegner... Oh, Altaria. Okay. Okay, Moment. Steinhagel kommt gegen das Altaria. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Kann ich jetzt runterfahren? Okay. Oh, dann ist das hier auf jeden Fall noch gewinnbar. Ich habe noch ein Schild, mein Gegner nicht mehr. Jo, das sollten wir haben. Ja, moin! Machomai, ich sag doch, Schild für Machomai aufbewahren, das lohnt sich. Machomai ist halt hinterm Schild gegen einen Gegner ohne Schild, selbst wenn er einen Flyer hat, extrem tödlich. Problem wäre jetzt Panzer-Aeron gewesen. Panzer-Aeron wäre hier richtig, richtig blöd. Aber mal das Machomai ging gerade ganz gut. Okay, 1-2 in dem Set. Versuchen wir das, wie gesagt, noch zu retten. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Emsal. Okay. Das Wichtigste sollte sein,
wirklich, das Wichtigste sollte immer sein, versuch Minimum ein 2-3 zu bekommen. Ja, weil beim 2-3 hast du halt den, verlierst du halt am wenigsten Punkte. Ja, ist ja klar. Ich versuche mir mal die Führung zu holen. Okay. Und direkt der Sturzflug in das Stahl-Pokémon. Hallo? Ich habe Sturzflug gedrückt. Okay. Ich wollte schon sagen, nicht, dass mein Gegner mich jetzt hier runterfarben konnte. Das wäre natürlich echt nicht so schön. So, ein Sturzflug kommt. Ich wechsle nicht raus. Okay. Und dann kommt Machomai. Azumarill gegen Azumarill. Man kennt's. Hat mein Gegner Knuddler? Schauen wir mal. Sieht nicht nach Knuddler aus. Sieht mir eher nach Hydro-Pumpe aus. Das hat aber wenig gemacht. Schauen wir mal, wie das jetzt noch zu gewinnen ist. Es wird sehr schwer, vor allen Dingen, weil das Stunfisk Energie hat. Okay. Holt mein Gegner sich jetzt die Energie bis zum geht nicht mehr? Nein. Oh, okay, perfekt. Er hat den Angriff rausgehauen. Der müsste ein bisschen mehr Energie haben als gedacht. Das heißt, ich lasse das einmal durchgehen und dann geht es hier direkt sogar raus. So, mal schauen. Kriege ich jetzt sogar noch ein Schild des Gegners? Das wäre super, super wichtig. Hier nochmal ein Schild des Gegners zu bekommen. Nein, okay, dann müssen wir runterfahren. Okay, oder auch nicht. Egal, was es jetzt ist. Ich wusste, dass es nur ein Steinhagel ist, aber ich muss hier schilden. Und dann fahren wir runter. Yes! Und jetzt Konter das Azumarill down. Jawohl! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass mein Gegner da den Eisstrahl eingeloggt hat und ich ebenfalls. Aber anscheinend habe ich 10 MP gewonnen. Also den Ladeattacken-Gleichstand und das freut mich, ja, das ist, freut mich sehr. Oh, Leute, ich habe, glaube ich, gerade richtig Blut geleckt, ja, ich will jetzt hier nochmal richtig aufdrehen in den letzten Tagen, in der Superliga. Meisterliga Premier Cup lief nicht so gut, aber hier natürlich jetzt hoffentlich umso mehr. Let's go, Satzenia, komm, muss jetzt nichts Gutes heißen, ne, also das ging hin und wieder auch schon echt böse aus. Und ich glaube, das ist das gleiche Team wie eben beim Gegner. Das heißt also, wir machen das wieder wie folgt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ist das schon ein Donnerblitz? Also wenn, dann ist der erste Hit ja der Donnerblitz, richtig? Ja, okay. Das heißt, einmal schildig. Dann würde ich in dem Matchup nämlich dann sowieso. Dann holen wir uns hier ein bisschen zusätzliche Energie. Und ködern jetzt die Hydro-Pumpe mit einem Eisstrahl. Und hoffen, dass mein Gegner jetzt auch schildet. Das Coole ist, rein psychologisch gesehen, wir haben einmal geschildert. Mein Gegner ist jetzt eher dazu verleitet, ebenfalls zu schilden, weil wir schon geschildert haben. Und wir kriegen den Schild. Sehr schön. Und die Frage ist nur, wiederholen wir das Ganze jetzt einmal? Oder hauen wir jetzt direkt die Hydro-Pumpe raus? Ich glaube, wenn ich es wiederholen würde, würde ich eventuell nicht die Hydro-Pumpe rechtzeitig erreichen. Ich gehe direkt auf die Hydro-Pumpe hier. Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir jetzt aber die beiden Schilder rausbekommen des Gegners. Und ich müsste sogar noch einen Eisstrahl erreichen können.
Außer, das ist jetzt ein Steinhagel. Wenn das ein Steinhagel ist, dann nicht. Aber dann gehe ich jetzt auf mein Machomai und gucke, dass ich mit Machomai ein bisschen was mache. Okay, perfekt. Kriege ich noch einen Eistrahl hin? Ah, schade. Ein Eistrahl hier wäre nochmal ganz gut gewesen. So, dann geht es ja aber auf jeden Fall auf Machomai. Ich muss hier schilden, auch wenn es wahrscheinlich nur ein Steinhagel ist. Aber ich sollte hier schilden, muss hier schilden. Ah, sogar ein Donnerwitz. Okay, umso besser. So, ein bisschen zusätzliche Energie. Und Kreuzhieb. So. Das ist wie gesagt nur in Anführungszeichen der Kreuzhieb. Und wenn jetzt Azenia kommt, gehen wir direkt auf. Das ist sogar das Stunfisk. Das ist sogar das Stunfisk. Habe ich zwei Konter geladen? Das weiß ich gar nicht. Aber mein Gegner haut jetzt hier einen nach dem anderen raus. Ich glaube, ich sollte nicht auf Sturzflug gehen. So, Azenia wird nie im Leben genug Energie haben für bestimmte Dinge. Boah, es wird nochmal ein bisschen kritisch. Das wird nochmal ein kleines bisschen kritisch. Also hier den Wechselvorteil nicht zu haben, das ist nicht so schön. Oh, schade. Ich wollte gerade auf den Sturzflug gehen. Überlebe ich das vielleicht doch? Wenn ich das hier überleben sollte, wäre das huge. Nein. Okay, dann muss Machomai das jetzt hier machen. Das wird wieder nur ein Steinhagel sein. Okay. Das heißt also, runterfahren bis zum geht nicht mehr, wenn es geht. Nein, okay. Da, ich muss mir den Wechselvorteil holen. In solchen Fällen muss ich mir den Wechselvorteil holen. Ohne Wechselvorteil geht das nicht. Okay. 2 zu 3. Zweimal gegen das gleiche Team. Azenia vorne mit Bolteros, Stunfisk vorne, whatever. Ja. Da muss ich mir gegen Deoxys auf jeden Fall den Wechselvorteil holen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Heißt also mit Azumarill rein, so schnell es geht, weil wenn ich ein Psycho-Icon sehe, direkt auf Azumarill, und Azumarill muss mir dann irgendwie den Wechselvorteil holen. Egal wie. Wenn ich zwei Schilde investieren muss, investiere ich halt zwei Schilde. Ich brauche aber den Wechselvorteil. Und sobald ich den habe, ist es eigentlich schon wirklich fast safe, dass wir dieses Matchup gewinnen. Gut. Jetzt weiß ich zumindest, wie man dagegen spielt. Es ist ein 2 zu 3 geworden. Wir verlieren also ein paar Punkte. Aber das ist kein Problem. Wir gehen nämlich direkt wieder über ins, ja, nächste Set. Oh, Leute, ich habe richtig Bock gerade. Ich habe richtig, richtig Bock. Ja, Superliga, wie gesagt. Super oder deutlich angenehmer als die Meisterliga. Ich muss mir den Wechselvorteil holen. Gegen Deoxys in diesem Matchup. Weil sonst habe ich immer den Nachteil, wenn ich Panzeron irgendwie reinwechsle, dann wechselt der Gegner in seinen Konter in das Stahl-Pokémon. Wenn ich Machomai reinwechsle, kommt das Azenia, was dann halt mich komplett runterfarmt mit Rasierblatt. Ja. Das heißt, wir müssen uns hier den Wechselvorteil holen, so gut es geht. Krypto-Hypno. Wie spielen wir denn das Matchup? Das weiß ich gar nicht. Also die Konfusion machen nicht so viel Schaden. Feuerschlag und Donnerschlag würden hier natürlich mehr Schaden machen. Mein Gegner lockt sogar direkt einen seiner Hiebe ein. Okay. Lassen wir durchgehen. Das müsste so 30-35% machen. Ah, so 35-40% trifft es eher. Eine Konfusion, zwei Konfusion und jetzt direkt den Himmelsfeger. So, Panzeron müsste das gewinnen können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Panzeron das hier gewinnen kann. Okay, wir kriegen Schild des Gegners, umso besser. Und direkt nochmal einen Himmelsfeger. Kriegen wir jetzt direkt einen zweiten Schild? Das ist jetzt hier die goldene Frage. Nein, okay. So, das heißt, ich schilde einmal und dann fahren wir runter. Das sollte möglich sein. Ja, nämlich, oder ich habe die Konfusion mitgezählt. Wie in dem Fall nicht, sondern ich. Und ich müsste in der Lage sein, runterzufahren, oder? Bam, perfekt. So. Stunfisk. Bleiben wir drin. Hauen wir nochmal einen Sturzflug raus. Perfekt. Das macht nochmal, weiß ich nicht, 25-30%, weil es ist halt Sturzflug. Und ich könnte streng genommen gucken, dass ich hier nochmal, ja, you know what?
gehe nochmal direkt auf Azumarill raus. So, jetzt kann mein Gegner theoretisch einen Konter reinwechseln, aber das ist in Ordnung. Gegen das Stunfisk habe ich noch meinen Machomai. Das ist sogar direkt das Erdbeben. Nein, mein Gegner bleibt hier drin. Entschlossen, der Typ. Entschlossen. Das wird jetzt nur ein Steinhagel sein, hoffe ich. Gucken wir mal. Yep. Und das heißt, ich kann mir jetzt noch mal ein bisschen Energie holen. Ein Blubber und ein Eisstrahl. Was ist das letzte Pokémon? So. Keiner zu mir, hoffentlich. Kampf-Pokémon. Oh mein. Ja, und ich habe selber ein Machomai, das heißt, selbes Szenario wie noch im letzten Video. Machomai gegen Machomai, zumindest in der Krypto-Variante, wer gewinnt? Das Machomai, das weniger Schaden im Vorfeld genommen hat, denn das ist ein Kampf der Konterhiebe. Ja, das kann mir eigentlich egal sein in der Situation. Wir hauen hier einmal komplett mit Konter runter. GG. Ganz nebenbei, ich habe ja auch beim letzten Mal irgendwie erwähnt, wenn man ein Pokémon hat, was dann eine Ladeattacke einsetzt und der Gegner dann noch in der Lage ist, dann zum Beispiel irgendwie was runterzumogeln an Attacken, das geht tatsächlich, ist aber ein bisschen unwahrscheinlich tatsächlich. Wenn man es aber gut timet, wie jetzt gerade mein Gegner zum Beispiel, ich konnte dann keinen Konter reinhauen, obwohl mein Gegner dann nochmal einen obwohl mein Gegner eine Ladeattacke eingesetzt hat. Das ist, glaube ich, manchmal auch einfach so eine Sache der Simulation, glaube ich. Okay, Mew. Das ist ziemlich kacke. Er lädt nämlich super viel Energie auf. Mew. So. Wie machen wir das? Wir hauen auf jeden Fall einen Himmelsfeger raus. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich jetzt geködert habe, dass es auch ein Sturzflug sein könnte. War mein Gegner der... Der gönnt sich nicht. Das bedeutet in der Situation, wir schilden einmal. Weil ich brauche Panzer-Aeron eher als alles andere, glaube ich. Und dann geht es hier einmal direkt raus und... Ah, schade. Ich dachte, eventuell kann ich hier nochmal runterfahren. War ein bisschen knapp. Und das war... Ich glaube, ich habe eine Bubble gemisst. Wenn ich die Bubble nicht gemisst hätte, ja, hätte ich jetzt hier, glaube ich, tatsächlich das Mio nochmal raushauen können, ohne dass es hier Schaden macht. Das war schlecht von mir. Mundtier, okay. Ja, dagegen ist es zum Beispiel ganz gut, Panzeron aufbewahrt zu haben. Wir haben... Ah, was ist denn dann das letzte Pokémon? Was kann das letzte Pokémon sein? Ich hau hier auf jeden Fall nochmal eine Hydro-Pumpe raus. Und bekomme dann wahrscheinlich ein Schild. Okay. Dann gehen wir auf Panzeron. Mein Gegner hat jetzt wahrscheinlich genug für zwei Body Slam hintereinander. Ja, sag ich ja. Deswegen wollte ich nicht in Machomai gehen. So. Dann haue ich hier mal einen Himmelsfeger raus. Mal schauen, ob da ein Schild des Gegners kommen wird. Und je nachdem, wenn da ein Schild kommt, gehe ich direkt über auf meins. Okay, dann gehe ich auf meinen nochmal. Okay. Das wird nochmal echt spannend, muss ich gestehen. Panzeron gegen. Machomai. Schilden, runterfarmen, Kreuzhieb. Ich hoffe, dass das aufgeht, dass ich dann einen Kreuzhieb habe. Ich hoffe, das geht auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht aufgeht. Es geht auf, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt den Kreuzhieb reinhauen. Munti wird niemals ein CMP, also den Ladeattacken-Gleichstand gegen mich gewinnen. Und dann sollte das hier mit Munti gewesen sein. Bam! Sehr schön! Wie Ronaldo jetzt sagen würde. 2-0 in ein Set zu starten ist sehr gut. Besser als mit 0-2, ne? Weil dann brauche ich jetzt nur noch einen Sieg und dann habe ich so die halbe Miete schon mal gesichert. Also das Team ist cool. Das Team gefällt mir sehr. Hängt natürlich auch immer davon ab, so was hat mein Gegner im Team, aber das Team gefällt mir an sich wirklich sehr.
So ein Azumarill hinten ist zum Beispiel nicht immer ganz angenehm, aber definitiv spielbar. Da ist mir Azumarill vorne deutlich lieber. So. Was haben wir jetzt für ein Matchup? Wie wäre es mit Megani oder so? Pflanzen-Pokémon. schon wieder. Okay. Das heißt, wir spielen das wie eben. Wenn mein Gegner jetzt wieder nicht chillen sollte, dann werde ich meinen Plan für die Zukunft überdenken und direkt auf Sturzflug gehen. Okay. Immerhin kommt jetzt ein Schild des Gegners. So, das heißt, wir schilden jetzt einmal und dann gehen dann direkt auf Azumarill rüber. So. Sehr gut. Azumarill kann jetzt hier den Stromstoß ganz gut abfangen. Und klar, mein Gegner kann dann sein Pflanzenbucken oder so reinholen, aber soll er meinetwegen machen. Dann kann mein Panzer hier runter erstmal ein bisschen Magie holen. Nein, er geht in sein eigenes Azumarill. Okay, jetzt hängt es halt davon ab, hat mein Gegner Knuddler oder nicht. Was auch kacke ist, wenn ich ehrlich bin, von sowas abhängig zu sein. Aber es ist in Ordnung. Okay. Videopumpe, Knuddler. Wie gesagt, Knuddler wäre mir da deutlich angenehmer. Azumarill hinten. Okay, Hydro-Pump. Das ist in Ordnung. So, das heißt, ich kriege sogar noch eine Hydro-Pumpe raus und mein Gegner farmt mich runter. Was ebenfalls in Ordnung ist. So, und dann kann ich hier nochmal meinen Gegner dazu zwingen, ein Schild zu investieren, weil jetzt muss mein Gegner ein Schild investieren. Er muss hier ein Schild investieren. Geht nicht ohne. Weil sonst ist seine ganze Energie weg. Ah, und das ist jetzt die goldene Frage. Schilden oder nicht schilden? Ich werde mein Schild, wie gesagt, für Machomai bewahren, weil Machomai hier in der Situation meine Gewinnkondition ist. Und, da kommt ein Mew rein. Ist in Ordnung. Dann muss ich halt das Mew jetzt runterfarmen. Ich muss hoffen, dass da hinten irgendwas Anfälliges gegen Machomai hinten ist. Okay, runterfarmen ging hier schon mal ganz gut. Das Merrill hat ein bisschen Energie, das darf ich nicht vergessen. Altaria. Okay. Das sollte in Ordnung sein. Okay? Das kommt jetzt natürlich auch auf die IVs des Altarias an. Oh, fuck. Oder auch nicht. Das Altaria hat gute IVs. Ja, das Altaria hat gute IVs. Ah! Verdammt! Das Altaria hatte echt gute IVs. Mew, Azumarill, Altaria. Doppel-Fee-Pokémon hinten. Ja, da ist natürlich. Nicht Fee-Pokémon, aber Doppel-Konter-Resistenz. Da ist natürlich mal. Nein! Da habe ich Meisterliga eingeloggt. Was ist denn hier los? Warum so unkonzentriert? Ich konnte nicht mehr raus. Ja, dieser Gegner hat instant auf mich gewartet. Reguläre Meisterliga! What the hell? Wie spielt man das? LOL! Mein Gegner geht direkt aufs Rako. Okay. Okay, immerhin. Okay. I see where this is going, sagt man ja immer so schön, ne? Okay. Ist das wieder ein Rako? Wahrscheinlich, ne? Ne, Eisenschädel, okay. Leute, jetzt bekommt ihr hier nochmal feinstes Gameplay von Rigi zu sehen.
der keine Ahnung hat, was er hier macht. Der hätte erst ködern müssen mit Sternhieb. Das war nicht so gut. Der hätte erst ködern müssen. Das war nicht so gut. Da hätte ich zuerst ködern müssen. Das heißt, meine ganze Hoffnung beruht jetzt in, Okay, ich sag dazu nichts, absolut nichts, okay? Mein Gegner hat zudem extrem schlecht gespielt, finde ich persönlich, aber okay. Ah, Mann, jetzt habe ich ein mögliches 4:1 verspielt. Okay, was war da los? Ich will Superliga spielen, was mache ich erstmal? Wir gehen in die Meisterliga Premier Cup mit einem Premier Cup Team, spielen aber reguläre Meisterliga. Und dann kriege ich so ein Hard-Counter-Team vom Gegner, wo er auch noch Togekiss hinten hat. Alles klar, Meister. Das ist sehr interessant und aufschlussreich gewesen. Okay, das Matchup ist ganz interessant, ganz nebenbei. Weil eigentlich sollte Panzer Aeron das gewinnen können. What? Okay. Ich dachte, Spukball braucht ein bisschen mehr als der andere Angriff. Okay, das war merkwürdig wie sonst was. Das war merkwürdig. Ja, ohne Worte. Okay. Okay, Schönwärmer. Mal schauen, was es ist. Surfer, Donnerblitz, okay. Wie gesagt, das war gerade sehr merkwürdig. Ich dachte eigentlich, der braucht ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber gucken wir mal. Weil entweder kriege ich jetzt auch ein Schild oder das Ding ist tot. Okay, das sollten wir gewonnen haben. Da haben wir einfach das bessere Team als das Gegner, als der Gegner gehabt. Weil ich habe noch Azumarill. Ich kriege jetzt hier einen Sturz, Himmelsfeger raus. Der wird nicht reichen. Aber wie gesagt, der bringt den jetzt hier in einen Bereich, wo ich jetzt einfach entweder mit dir farmen kann. Hohohoho. Na, den einen habe ich noch durchbekommen. Und ein Pop-Up-Smash, der sollte nicht ausreichen. Pop-Up-Smash, Steigerungshieb. Ja. Und ich habe hinten jetzt noch meine Azumarill und zwei Spukbälle sollten nicht ausreichen. Und ich sollte mit Blubber runterfahren können, oder? Hoffe ich zumindest. Ich weiß, vielleicht unterschätze ich Drift Zeppeli, aber Drift Zeppeli hat jetzt nicht den besten Angriff. Ich glaube nicht, dass zwei Spukbälle ausreichen, ja. Knapp, aber ich wollte es gerade sagen. Ja, GG. GG, well played. 3:2. Das heißt, in diesem Set haben wir einmal 2:3 und einmal 3:2 gespielt. Haben uns also effektiv auf der Stelle bewegt. Was aber okay ist, weil wir haben letzten Endes über den Tag verteilt immer noch Plus gemacht. So, Panzer Aeron. 1204 ist ein 100er. Und ich habe 200er Panzer Aeron aus der Battle League ganz nebenbei bekommen. Ja, kein Scherz. Ich habe 200er Panzer Aeron aus der Battle League bekommen. Und ich frage mich immer noch, warum 2? 1? Okay, cool, nehme ich. Auch wenn ich vorher schon 1 hatte. Aber warum denn gleich so viele?
Naja, ich glaube, ich mache jetzt nochmal zwei Kämpfe in aller Ruhe, ohne Kamera. Ich denke, ich habe jetzt erstmal genug für die nächsten Tage. Vielleicht nehme ich dann morgen oder übermorgen noch was auf. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, meine Damen und Herren. Dankeschön für die Unterstützung, eure lieben Worte immer und die Motivation. Ich habe nämlich eben das eine Video hochgeladen, das erste Superliga-Video. Und da kamen direkt wieder Leute und haben gesagt, hey Regi, kein Ding, du schaffst das. Und Leute, vielleicht wird das noch was. Wunder gibt es immer wieder. Zwei Sets für heute habe ich noch auf. 140 Punkte bräuchte ich noch für den Schnitt. Schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, euer Regi.